Aber wenn ich das richtig... Ja. Jetzt ist der Marktplatz freigeschaltet. Wir haben quasi den Weg geöffnet. Banketthaus der Arendae. Da müssen wir hin, wegen dem ihr... Wir haben den inneren Bereich geöffnet. Und das nächste, was uns dann bevorstehen würde, um in den ganz inneren Bereich zu kommen, wäre die graue Garnison. Aber natürlich machen wir erstmal alles drumherum. Jetzt aber bitte erstmal ohne Vorfälle zurück zum Hüterherz, bitte. Hallo? Hallo? Ninio. Das ist kein Gegner, oder? Wearing a robe? Check. Baphomet symbol around the neck? Check. Crazy eyes? Check. Note to self. Bring a mirror next time to be able to adjust the optimal level of eye craziness. Everything is ready for the experiment. Was? Die Frau zieht ein zerknittertes Stück Papier aus ihrem Ärmel und macht sich einige Notizen. An audience. Problematic, but not critical. You there, boy. Stay out of this. It is counterproductive to stand in the way of scientific progress. Die Frau dreht sich zu dir um und mustert einen Augenblick lang den unsteten Ausdruck in deinem Gesicht. Was? Who's that? I don't know her. Greetings, boys and girls. I am your sister in sin, a devotee of Lord Baphomet's dark will, and so on and so forth. She looks like one of us, but she talks kinda weird. Who's there with you? Der Kultist zeigt in deine Richtung. Who? Oh, them. Just an audience. They don't matter. Consider them a supplementary component of the coming experiment. Ja, ich will mich da jetzt gerade nicht einmischen, also... In the name of our Lord Baphomet, please be so kind as to undertake a little test of your competency in our wicked cause. Der Kultist scheint etwas sagen zu wollen, aber die Frau lässt ihn nicht. Let's start with something simple. So here's my first question. What is Lord Baphomet's favorite weapon? Sie zieht einen Stift und ein zerknittertes Stück Papier aus ihrem Ärmel. We will not answer to you. Was genau macht sie hier? Our Lord can wield any kind of weapon. He is all powerful. Wrong. He wields no weapons at all. He doesn't need any. He just gores his enemies with his horns. Ja, also um genau zu sein, ist es Eisergaul, eine Gläfe aus rotem Adamant. That is correct. But still, boy, no prompting, please. Oh, Entschuldigung. Die Frau dreht sich mit einem Funken Interesse in ihren Augen zu dir um. This experiment has taken quite a surprising turn. I would never have expected the followers of the great Baphomet to be baffled by such a simple question. Fine. Let's recalibrate the difficulty and proceed with the next question. Please name Lord Baphomet's sacred animal. Die Frau runzelt die Stirn. A bull. Of course everybody knows that. Yep. And a cow. Dazu schweige ich mich mal aus. None of your answers were correct. The correct answer is an aurochs. It appears the experiment has yielded results which are as unexpected as they are incredible. Baphomet's cultists have not the slightest idea about who Baphomet really is, let alone any in-depth knowledge of his ideology or philosophy. I'm positive that this news will cause a sensation in widest scientific circles. Ja, wenn du wieder lebend hier rauskommst, das ist die andere Sache. Damn it! She's right. I'm a shitty excuse for a cultist. And my mother used to tell me to become a plowman. Hey, take it easy! We've only had two questions. You there, come on, ask another one. We'll get the next one. Ja, stellt ihnen noch eine Frage, vielleicht wird es ja noch was. Is there any sense in continuing? You cannot answer the simplest of questions. I am ashamed of all of you, as cultists and as individuals. Please, ask again. I can answer. I'm sure I can. How do you spell Baphomet's name? B-A-F-A... Oh, screw it.
To hell with Baphomet. I thought it was gonna be fun, but instead there are all these questions. I'm done here. I'm going back to my home village, back to my mother. In einem Anflug von Wut wirft der Kultist seine Waffen auf den Boden. Hey, wait! You there! How dare you stir up discord in our ranks! Grab her and tie her up and her entire entourage too! The experiment is complete. Unable to deal with the questions, the cultists decide to deal with the examiner instead. A typical reaction for a person who has never been burdened with any intelligence. Now you're gonna start hitting each other, aren't you? Please, proceed. I won't interrupt. Oh, das ist aber nett. Here comes trouble. Das ist aber nett. I'm getting my ass kicked. I'm gonna try this again. Ups, Satoru wurde erwischt. Was? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Den haben wir schon mal gesehen auf dem Marktplatz. Was ist das für ein Kerl? Was macht der? The result is statistically predictable, especially considering their intelligence level. Die Frau untersucht die Überreste der Kultisten. What about you, boy? Are you ready to answer some questions for the good of science? Let's proceed with the experiment. My first question is simple. Which colors does the goddess Iomade prefer? Die Frau wendet das verknitterte Stück Papier, dessen unbeschriebene Seite nun nach oben zeigt. Iomedae, du bist dir absolut sicher, dass die korrekte Antwort rot und weiß lautet? Na dann, rot und weiß. This answer is correct. It is comforting to meet at least one educated person in the melting pot of ignorance that is Canabras today. Sie notiert sich etwas auf dem Stück Papier. Let's proceed. Did Aradin take part in any crusade before he died? Aradin war der unsterbliche Atlanti, der den Sternenstein vom Grund der inneren See heraufholte, dadurch, dass die Stadt Absalom, gründete und Gottstatus erhielt. Laut Prophezeiungen soll er nach Golarion zurückkehren und ein neues Zeitalter der Herrlichkeit einleiten. Am Vorabend seiner Rückkehr jedoch verloren seine Kleriker den Kontakt zu seiner Macht und schreckliche Stürme verwüsteten die Welt. Aradin gilt heute als tot und sein Untergang führte zum aktuellen Zeitalter der verlorenen Omen. Ja, du kennst die Antwort auf diese Frage nicht, aber du kannst sie erraten. Immerhin gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ich vermute mal nicht. Your answer is correct. Aradin's death dates to 4606, and that is precisely the year when the World Wound was opened. The first crusade started back in 4622. Ja, das wusste ich natürlich. Your knowledge would make Mendev's crusaders proud. My final question is, what is the title that Arilu Vorlesh bears? Is she the architect of the World Wound? The Lord of the Labyrinth or the Border Inquisitor of the Shapeless Abyss? Das weiß ich nicht. Du bist dir sicher, dass Aredo Vorlesh als Architektin der Weltenwunde bekannt ist? That's correct. Most excellent. You successfully answered all of my questions. Splendid. Amazing. This is a breakthrough. This... I thank you for your cooperation. Die Frau stutzt, sieht dich an und holt dann tief Luft. It seems to me that I owe you an explanation. My name is Nennio. I am an explorer, a pilgrim, a yet-to-be-recognized scientific luminary, future author of the great Encyclopedia Galarianica, and rector of all Absalom's universities at once. Future rector, I should say. I also know several spells. Die Frau zwinkert einige Male. Könnt ihr mir jetzt endlich sagen, was ihr mit all diesen Fragen bezweckt? It is so heartening to see you strive for knowledge. I have been conducting an experiment comparing the intellectual abilities of the average cultist with those of the average crusader. Mhm. And I must admit that you passed the test with flying colors. This does offer a glimmer of hope for the future of crusade. I have always claimed that despite the popular beliefs about the limited intellectual abilities of those in the army, at least some of them can be considered educated. It pleases me to see that I was correct. Nun ja, ich, also irgendwie das mit dem Kreuzzug, da bin ich ja irgendwie reingerutscht, ne? Ist jetzt nicht so, als wäre ich hier voller Überzeugung in den Kreuzzug eingetreten. Ihr wollt mir also sagen, dass ich mittelmäßig bin? Yes. Nino mustert dich erneut von Kopf bis Fuß. Schön! Warum nennt ihr mich ständig Junge? Ich habe einen Namen, wisst ihr? I apologize for an injury to your ego.
but your name is irrelevant on the grand scale of the universe. Thus, it cannot possibly interest me. I will forget it as soon as I hear it. To avoid unnecessary confusion, I'd prefer to not know it at all. Okay. Kinabris ist im Augenblick nicht sicher. Sollen wir uns zusammentun? Do you wish to become my follower? To accompany me on my expeditions to the World Wound? To assist me in my experiments? To run errands for me? Perhaps even to write down my deepest thoughts for the benefit of future generations? Oh, how splendid! Of course, I agree. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Truth be told, I have no money to pay you. But you will be aiding the progress of science, and that is its own reward. Ah, ja, alles für die Wissenschaft. Einverstanden. Excellent. You're hired. To think that I finally found someone to accompany me. 27 Crusaders before you said no. Not one of them saw the undeniable appeal of my offer. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Die waren wohl nicht so intelligent wie wir. Your first assignment is to take me to a safe place. I have to admit that today's experiment has left me quite tired. Natürlich. Ach so, Moment, jetzt bin ich immer mal... Moment, viele Entdeckungen werden rein zufällig gemacht, okay. Nenio, was bist du oder wie, wer... Ich mach's mal gerade so. Nenio, was ist Nenio? Nenio ist ein Spruchrollenweiser oder eine Spruchrollenweise. Mensch, neutral. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert. Wenn es irgendwas anderes außer neutral gewesen wäre, hat auch eine Fernkampfwaffe. Spruchrollenweise. Kriegspriester, Spruchrollen. Magier. Oh, Magier. Ach so. Also ein richtiger Magier. Wir haben noch keinen richtigen Magier. Wir haben eine Hexe, aber wir haben keinen richtigen Magier. Es könnte natürlich interessant sein. Intelligenz 21! Oh, mit den ganzen Büchern und Taschen hier und Fernglas und Lupe. Das ist irgendwie voll niedlich. So. Säurepfeil Grube erschaffen. Aha. Steinschlag. Okay. Okay. Naja gut, Nenio. Ich glaube, mit ihr müssen wir uns dann auch mal unterhalten, wenn wir in zum Hüterherz kommen. Schön. Ich hatte schon ein bisschen die Befürchtung jetzt hier, dass eine Begegnung kommt mit irgendwelchen Gegnern. Aber das ist eine schöne Begegnung. Da freue ich mich. Was ist das? Flammenzunge. Kochzutat. Ach so. Das ist schon irgendwie Artefakt oder so. Und die trifft man einfach mal so hier im Vorbeigehen? Oh, wir sind überlastet. Ah, da fliegt was. Ich kann nicht reisen, solange das Gewicht zu hoch ist. Alles klar. Das Gewicht ist zu hoch. Das heißt, ich schmeiße mal gerade. Habe ich jetzt alle abgelegt? Okay. Es waren letztlich die Rüstungen, die so hart waren. Also ich kann das hier wieder mitnehmen. Und bin dann doch nicht mehr überlastet. Kann ich auch einen Teil davon einfach, obwohl das ist ja auch wurscht. Gut, die Rüstung lassen wir jetzt mal hier liegen, Schluss. Gut. Ja, das... Es ist schade drum, weil... 200 Münzen wären das. Aber sei es drum. Jetzt aber bitte ohne weitere Zwischenfälle nach Hause. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt bekommen wir ja langsam doch eine entsprechende Auswahl an Begleitern. Jetzt haben wir auch eine richtige Magierin mit dabei. Was ist hier los? Habe ich irgendwas verpasst? Warum steht denn hier alle draußen rum? Beute? Was? Goldmünzen? Hä? Was habe ich verpasst? Da liegt immer noch. Jetzt haben sie hier schon Zelte aufgestellt. Da liegt immer noch dieser komische Oger oder was auch immer das gewesen ist. Da schaudert es mich direkt, wenn ich ihn sehe. Oh Gott. Will ich mit ihm reden? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich will erstmal mit Irabeth reden.
Here we go. Ich bin sicher, sie ist nicht sehr amused darüber, dass Hulrun jetzt hier ist. Hier drin hat sich auch einiges getan. Das Hüterherz begrüßt dich unerwartet lebendig. Jenseits der Wände der Taverne liegt die einst so emsige und fröhliche Stadt in Ruinen. Aber irgendwie ist hier drinnen nichts davon zu spüren. Die Personen im Raum schwatzen, lachen, prosten einander zu, singen sogar leise. Das ist keine typische Tavernenausgelassenheit, aber auch nicht die verbissene Wachsamkeit der letzten Tage. Sila winkt dir zu. Sie sitzt mit dem Trio an einem Tisch, das du bereits kennst. Der Ritter, die Halbelfin und der rothaarige Halbling. Satoru, kommt her! Darf ich vorstellen? Elan, Jenna und Curl, die furchtlosen Krieger von der Liga vom inspirierenden Karren. Ach, das Bier! Sila schiebt einen Krug mit Bier zu dir und sagt leise, ich habe Ida Beth überredet, den Fund von Jenna, Curl und Elan für ein kleines Fest zu verwenden. Beim Blick aus dem Fenster könnte man glauben, das Zeitenende sei gekommen und der Abyss habe uns alle verschlungen. Ich dachte, ein paar simple Freuden, gutes Essen und gute Gesellschaft könnten helfen, den Trübsinn auf Distanz zu halten. Sila blickt dich zögernd an, als wolle sie deine Reaktion erspüren. Ja, da bin ich auch überzeugt davon, dass das die richtige Entscheidung ist. Die Moral ist hier gerade das Wichtigste. Zahlenmäßig überlegen sind wir nicht. Aber wenn wir die Moral aufrechterhalten, habe ich Hoffnung. Ich verstehe, wir müssen weiterleben und weiterkämpfen, wie schwer es auch sein mag, selbst inmitten des Chaos, das die Stadt befallen hat. Gestattet, dass ich meine Unterstützung für Silas Entscheidung ebenfalls kundtue. Die Erfahrung lehrt mich, dass wir erst nach unserem Sieg Tränen vergießen sollten. Wenn wir um die Gefallenen trauern, solange die Schlacht noch tobt, gefährden wir all unsere Bemühungen. Gönnen wir uns jetzt etwas Ruhe. Die Toten begraben wir dann, wenn der letzte Dämon aus Kenabris vertrieben wurde. Hey, wollen wir hier nur mit grimmigen Mienen herumsitzen? Ich schlage vor, wir lernen einander etwas besser kennen. Dann können wir auch besser anstoßen. Aber gerne doch. Aber gerne doch. Erzählt mir von euch und eurem Orden, Elan. Na, wie so viele Geschichten ist meine nicht sonderlich unterhaltsam. Ich wurde weit im Süden geboren, in Andoran. Ich verlor früh meine Eltern und wurde ein einfacher Söldner, stellte aber häufig den Weg in Frage, den ich eingeschlagen hatte. Ich bin stolz auf meine Schwertfähigkeiten, übe mich gern darin und habe keine Furcht vor der Schlacht. Aber für Geld mein Leben riskieren? Es bedarf einer ganz bestimmten Haltung, um diesen Pfad ohne Reue zu beschreiten. Ihr müsst euer Blut riskieren wollen. Ich sah zu viele meiner Freunde sterben und fragte mich, ob es das wert war. Und so beschloss ich letztlich, einen anderen Weg einzuschlagen. Wenn ich jetzt mein Leben verliere, dann wenigstens für eine gute Sache. Ich landete dann in Mendev und wurde Knappe bei den Hundeherzen. Es ist ein kleiner Orden. Aus Tradition hat er nie mehr als 12 Mitglieder und ein Neuzugang wird erst zum Ritter geschlagen, wenn einer davon stirbt. Wir patrouillieren die Lande entlang der Schutzsteinlinie und helfen Reisenden und Siedlern. Leider ist der Tod unter den Hundeherzen keine Seltenheit. Ich wurde vor 2 Jahren ein vollwertiger Ritter, nachdem ich meinen Mentor zur ewigen Ruhe gebettet hatte. Aber ich bin zufrieden mit meiner Entscheidung. Mein Platz ist bei den Kreuzfahrern. Und was ist mit euch, Jenna? Dient ihr schon lange bei der Adlerwacht? Ich habe mich 4 Tage vor dem Dämonenangriff verpflichtet. Das nenne ich Glück, was? Jenna lacht übertrieben laut. Ich bin eine Schülerin eines berühmten Fechtmeisters aus Mivon und ich habe einiges von ihm gelernt, das könnt ihr mir glauben. Doch bald langweilten mich die Gefechte mit Banditen und die banalen Streitereien in den Flusskönigreichen. Ich wollte eine richtige Herausforderung und dafür gibt es keinen besseren Ort als Mendev. Und was soll ich sagen? Kaum traf ich ein, begann die Dämoneninvasion. Mein Vater würde sagen, das kann kein Zufall sein. Das Schicksal hat mich hergeführt. Was ist mit euch, Curl? Wie seid ihr bei den Verurteilten gelandet? Ich habe genau das gleiche gemacht wie alle anderen. Ich wuchs im Armenviertel auf, wo jeder ein bisschen Stahl, ein bisschen schmuggelte oder versteckte oder Verstecke bewachte. Also... Curl starrt finster in seinen Krug. Aber ich habe nie jemanden getötet oder etwas wirklich Schlimmes getan. Ich wurde beim Stehlen erwischt und als ich zwischen Gefängnis und den Verurteilten wählen musste, naja, natürlich wollte ich nicht ins Gefängnis. Ich bin kein besonders guter Kämpfer, aber Norgorbeer ist mein Zeuge. Auch ein Dieb kann in einem Krieg gegen Dämonen von Nutzen sein. Ich bin seit jeher ein guter Späher. Ich kann jedem Monster direkt vor die Nase schleichen. Aber ich weiß nicht, wo meine Freunde jetzt sind. Wir wurden getrennt, als die Dämonen in der Stadt wüteten. Norgorbeer? Der vormals sterbliche Norgorbeer?
ist bekannt als der Gott des Diebstahls und des Mordes. Kopf hoch, mein Freund. Wer auch immer ihr früher wart, jetzt seid ihr unser Freund und ein Kreuzfahrer. Eure Fähigkeiten werden uns nützlich sein, ganz bestimmt. Und woher kennt ihr alle Sila? Ich traf meine edle Schwester auf der Straße nach Kenabris. Ich war auf dem Rückweg aus dem Süden von meiner Verlobten und freute mich über die Gesellschaft einer Paladinin von Iomedae. An den Stadttoren verabschiedeten wir uns und ich setzte meinen Weg gen Norden auf der Straße nach Dresen fort, zum Lager meines Ordens. Ilens Gesicht versteinert, als er das Lager erwähnt. Die Dämonen griffen dort zur selben Zeit an wie in Kenabris. Aber es gelang uns, sie abzuwehren. Wir eilten der Stadt zu Hilfe und taten uns mit der Adlerwacht zusammen. Alle anderen Hundeherzen wurden bei der Schlacht in den Straßen verwundet. Ich bin der einzige Ritter meines Ordens, der noch kämpfen kann. Und es freut mich sehr, Sila wiederzusehen. In diesen Tagen zählt jedes loyale Herz. Ich habe Sila in einer Taverne in Kenabris kennengelernt, natürlich vor dem Angriff. Sie gehörte zu den wenigen, die sich mit den Verurteilten an einen Tisch setzten. Ritter würdigen uns meist nicht einmal eines Blickes, aber Sila ist anders. Das habe ich vom ersten Augenblick an gewusst. Dadurch bin auch ich auf Sila aufmerksam geworden. Also habe ich mich zu ihr gesetzt und wir haben geredet. Ich verstehe bis heute nicht, warum alle die Verurteilten so schlecht behandeln. Unser Curl ist ein toller Kerl. Nach diesem Abend sind Sila und ich dann jeden Tag durch die Taverne gezogen. Mendef ist großartig. Leute aus der ganzen Welt kommen hierher. Sie suchen Ruhm, Erlösung oder wollen anderen helfen. Und sie finden sich immer gegenseitig. Vielleicht ist das hier der beste Ort der Welt, um Gleichgesinnte und Freunde zu finden. Das war übrigens ein Trinkspruch, falls ihr es nicht bemerkt habt. Dann lass uns trinken. Aber eine Frage habe ich noch. Habt ihr mich einfach nur so hergerufen oder gibt es einen konkreten Anlass? Ich wollte nicht nur über das heutige Fest sprechen. Ilan hat nämlich ein Problem, müsst ihr wissen. Ich will ihm helfen, kenne aber sonst niemanden in der Stadt, an den ich mich wenden könnte. Seine Rittergefährten wurden alle in der Schlacht verwundet. Ilan schüttelt den Kopf. Das ist eine schlechte Idee, Schwester. Ich habe es euch gesagt, ich will niemanden mit meinen Problemen belästigen. Ich muss sie selbst lösen. Ach komm schon, eure Traurigkeit vor euren Freunden zu verbergen, das ist doch kein Leben. Curl hat recht, Satoru hat mir geholfen, euch zu finden. Ohne seine Hilfe würde ich immer noch in ganz Kenabris nach euch suchen. Gebt euch einen Ruck, Ilan. Seid nicht so stur. Na kommt, erzählt mir mehr. Der junge Ritter schüttelt den Kopf. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen. Meine Probleme sind nur kleinere Widrigkeiten. Eine Paladinin von Iomedae und ihr Freund haben sicher Wichtigeres zu tun, vor allem jetzt, nachdem Kenabris von Dämonen überrannt wurde. Wenn ich etwas im Leben gelernt habe, dann, dass es an Gut und Böse nichts Kleineres gibt. Sila beginnt erst, doch dann erhält ein Lächeln ihr Gesicht. Nehmt nur euch drei als Beispiel. Scheinbar habt ihr lediglich einen Karren vor einigen niederen Dämonen gerettet, aber seht, wie viele Leute jetzt glücklich sind. Diese Tat wird nie in Liedern besungen werden, aber vielleicht werden dank dieser fröhlichen Stunde voller Frieden und Ruhe die Verteidiger von Kenabris die Kraft finden, die Stadt zu beschützen. Sila ringt nach Luft. Ich rede zu viel, nicht wahr? Nun, Sir Ilan, ich will euch helfen und mein Ruf als heilige Kriegerin von Iomedae wird nicht darunter leiden, wenn es nur ein kleines Abenteuer ist und keine glorreiche Großtat. Der Ritter seufzt und wirkt etwas verlegen. In Ordnung, ich werde es erklären. Das Leben als Kreuzfahrer hat mir mehr geschenkt als nur einen Lebenszweck und die Möglichkeit, einer rechtschaffenden Sache zu dienen. Als ich das Leben als Söldner hinter mir ließ und nach Mendef kam, erhielt ich noch etwas anderes, das ich nie erwartet hatte. Denn hier traf ich, und die anwesenden Damen mögen mir verzeihen, das schönste Mädchen der Welt. Es ist ein Wunder, dass sie in ihrem Herzen Liebe für einen Stümper wie mich gefunden hat. Ich werde dieses Wunder nicht loslassen. Nicht einmal der Dämonenherrscher Deskari und seine ganze Dämonenarmee werden mir den Weg zu ihr verwehren. Zum Glück ist meine Geliebte derzeit weit von Kenabris in Sicherheit. Seit einem halben Jahr sammle ich nun schon den Mut, ihr einen Antrag zu machen. Ich habe sogar einen Ring bei Derek Sonnenhammer bestellt, dem besten Juwelier in Mendef. Unabhängige Ritterorden finanzieren sich zum größten Teil über Spenden und ich bin nicht gerade reich. Aber ich will Kiana unbedingt glücklich machen. Es hat 3 Monate gedauert, bis ich einen Edelstein im selben Farbton wie ihre Augen fand und doppelt so lange, um genügend Geld anzusparen.
Meister Dareks Arbeit war es wert. Aber ich habe den Ring bei dem Dämonenangriff verloren und werde wahrscheinlich nie wieder würdigen Ersatz dafür finden. Der Ring befindet sich wahrscheinlich immer noch im Lager der Hundeherzen vor der Stadt. Elon und seine Freunde hatten keine Zeit mehr, es abzubrechen. Erst überfielen sie die Dämonen und dann eilten sie Kenabris zu Hilfe. Ich denke, wir sollten zumindest hingehen und nachsehen. Nicht jetzt, versteht sich. Aber solange die Lage in der Stadt unter Kontrolle ist. Sobald. Worauf könnten wir denn in diesem Lager stoßen? Meine Freunde und ich haben zwei große Dämonen getötet, die das Lager angriffen und sind dann sofort zur Stadt geritten, ohne uns um den Rest ihrer Gruppe zu kümmern. Es waren nur ein paar Imps, aber die könnten immer noch im Lager sein. Andererseits ist es schon eine Weile her. Unser Lager wurde zum selben Zeitpunkt angegriffen wie der Schutzstein auf dem Hauptplatz. Und ich war seitdem nicht mehr dort. Wisst ihr was? Ich helfe euch. Sila legt ihre Hand auf deine Schulter. Danke, dass ihr helfen wollt. Elon ist ein guter Mann und ein wahrer Ritter und ich finde, die Welt sollte es jenen vergelten, die so hingebungsvoll für das Gute eintreten. Helfen wir ihm, damit er so um die Hand seiner Geliebten anhalten kann, wie er es möchte. Aber natürlich. Sila, ich hoffe, ihr könnt Ederbeth dazu überreden, dass ich euch begleiten darf. Ich will mich nicht von meinen Freunden trennen. Natürlich. Die Liga vom inspirierenden Karren ist in dieser dunklen Stunde zusammengekommen und muss ihren Weg gemeinsam fortsetzen. Natürlich helfen wir da. Wenn wir dabei... Also es ist ja wundervoll. Es ist ja auch immer dieses Miau, Miau. Das ist von dem Ding hier. Was auch immer es ist. Wenn wir dabei helfen können, der Liebe Fortschritt zu leisten, ja, dann immer. Immer. Jederzeit. Ederbeth, aber es gibt jetzt noch schlimme Dinge. Da draußen steht Hulrun. Ich habe Jenna Aldori gefunden, wie gewünscht. Ja, danke. Es ist gut, dass sie zurück ist. Wir brauchen jeden Kämpfer, den wir kriegen können. Ederbeth runzelt die Stirn. Wahrscheinlich ist es zu viel verlangt, Kämpfer zu wollen, die zudem noch nüchtern sind. Ah, ja, okay. Ich kann es verstehen, dass sie sich natürlich ein paar Sorgen macht, aber ich bin da guter Dinge. Ich bin guter Dinge, dass das alles schon gut wird. Wir müssen aber jetzt erstmal schlafen. Wir müssen jetzt ganz dringend erstmal schlafen. Ich sah eure Großmutter, bevor Deskari die Flussstadt attackiert hat, aber sie hat mich nicht erkannt. Ich denke, sie hat niemanden erkannt. Eure Großmutter? Wessen Großmutter? Na, das liegt daran, dass ihr ihr kein Geld geschuldet habt. Hättet ihr Schulden bei ihr gehabt, hätte sie sich bis zu ihrem letzten Atemzug an euch erinnert. Ach, die Großmutter von Voljiv. So, wir sind zumindest alle wieder fit, was das betrifft. Was? Permanent. Verwundende Verletzung. Aber ist das ein Effekt, der lastet ja jetzt auf mir, dieser Effekt. Offensichtlich. Oh, da. Effekte und Zustände, permanent. Aber wie werde ich denn diesen Effekt und Zustand wieder los? Da muss ich wahrscheinlich hier irgendwie Krankheit... Vor allen Dingen, wir sind ja nicht der Einzige mit hier. Voljiv hat das auch. Die Attributsschäden sind zumindest weg. Aber Voljiv und ich haben die verwundernde Verletzung. Da müsste ich mich dringend mal informieren, wie man die dann wieder los wird. So, Curl, Sila, Kiado und... Ja, das sind die beiden. Ich glaube, ich muss mal raus mit... Ich glaube, ich muss mal mit Hulrun reden. Hat er so ein ganz ungutes Gefühl irgendwie. Hulruns durchdringender Blick schweift umher, während er Gespräche mithört, als hoffe er, jemanden bei einer aufrührerischen Tat zu ertappen. Ah, ihr seid es wieder. Habt ihr etwas zu berichten? Habt ihr mit Ederbeth gesprochen? Der alte Mann schnaubt verächtlich. Dieser kleine Emporkömmling hat sich hinter meinem Rücken zur Hüterin der Stadt erklärt und sich geweigert, diesen Platz zu räumen.
Ich hätte sie samt des Pöbels, den sie um sich geschart hat, verhaften sollen. Aber dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Soll sie doch Hüterin spielen, wenn sie will. Sobald wir die Dämonen aus der Stadt vertrieben haben, werde ich dafür sorgen, dass sie für diese Anmaßung vor ein Tribunal gezerrt wird. Warum seid ihr so besessen davon, wirklich überall nach Feinden Ausschau zu halten? Warum? Warum? Ihr könnt unmöglich von hier sein, sonst würdet ihr diese Frage nicht stellen. Ich halte deswegen überall nach Feinden Ausschau, weil unsere Feinde überall sind. Gegen wen führen wir den Krieg? Gegen Dämonen. Dämonen und Kultisten. Sie sind Meister der Täuschung, die sich unsere Gunst erschleichen und in allen möglichen Masken auftauchen. Meint ihr, Dresden wäre gewaltsam erobert worden? Nein, durch List. Ohne mich hätte Kinabres schon längst das gleiche Schicksal ereilt, vor unserer Nase übernommen. Und jetzt erzähle ich euch etwas, hört gut zu. Es war vor langer Zeit, als ich noch ein Junge war und hatte mich gerade dem Kreuzzug angeschlossen. Damals hatte Kinabres weder eine Garnison noch eine Durchgangsstraße. Wer wollte, konnte ganz einfach in die Stadt kommen. Eines Tages, bei Dämmerung, kam eine Gruppe von Flüchtlingen rotzfrech zu den Stadttoren. Die Wachen ließen sie herein, warum auch nicht, niemand wurde jemals abgewiesen, kein Problem. Jeder war in unserer Stadt willkommen, egal ob er aus Mendev oder von jenseits des Meeres. Der Kreuzzug nahm alle auf. Aber diesmal bezahlten wir einen hohen Preis für unsere Großzügigkeit. Sobald diese unschuldigen Lämmer in der Stadt waren, verwandelten sie sich in Dämonen, eilten zum Schutzstein und massakrierten jeden, der sich ihnen in den Weg stellte. In weniger als einer Minute starben 62 Personen. Die verstümmelten Leichen wurden dann dazu benutzt, den Obelisken zu entweihen. Keiner der Dämonen wagte sich in die Nähe. Das Licht der Göttin hätte sie alle verbrannt. Also spritzten sie aus der Ferne mit Blut, bis der Schutzstein von allen Seiten befleckt war. Die Anführerin der Dämonen, eine augenlose Bestie mit dem Namen Minago, spottete und prahlte, wir Sterblichen seien leichte Beute gewesen. Und damit hatte die Kreatur völlig recht. Wir hatten unsere Deckung gesenkt und bekommen, was wir verdient hatten. Dieses Blutbad ging als Morgenblutmassaker in die Geschichte ein und war in die Erinnerungen der Bewohner eingebrannt. Seitdem hat Kinabres verschiedene Vorgehensweisen eingesetzt. Ketzer, Kultisten, Spione, das Gesindel, das Arelu verehrte, wir haben alle aus der Stadt vertrieben. Und in Folge hatten wir hier nie wieder Ärger. Viele sind gekommen, sogar der Balor Korammazadeh. Und wir haben sie alle direkt dahin geschickt, wo sie herkamen. Oder gleich getötet. Ihr seht, Deskari, die Göttin verfluche ihn, musste schon persönlich aus dem Abyss kriechen und herkommen, um unsere Verteidigung zu durchbrechen. Und was hat er getan? Er ist wieder gegangen. Und wir kämpfen immer noch. So weit kommt man mit Wachsamkeit und Disziplin. Okay, alles klar. Wenn ich ihn das frage, ich glaube, dann platzt er, oder? Wer seid ihr noch gleich? Ich finde es überaus merkwürdig, dass ihr nicht bereits wisst, wer ich bin. Hulrun Shapok, Prälat von Kinabres, Inquisitor durch die Gnade von Iomedae, Verteidiger der Stadt durch die Gnade ihrer Majestät Königin Gallifrey, gegen Bedrohungen von innen und außen. Und wie könnt ihr uns helfen, wenn wir die graue Garnison angreifen? Was soll das heißen, wie könnt ihr uns helfen? Was sollen diese Fragen? Zweifelt ihr etwa an meinen Fähigkeiten? Hulrun schnaubt entrüstet. Wir sind Inquisitoren. Wir sorgen für taktische Unterstützung. Mit kaltem Stahl oder Magie, wie wir es für richtig halten. Ich muss mal weg. Viel Spaß und so, ne? Ja. Bleib hier bei deinen Leuten stehen. Bei den Inquisitoren. Ja. Ich fühle mich da nicht so wohl. Es kommt selten vor, dass ich sowas sage, aber aus irgendeinem Grund fühle ich mich da nicht so wohl. Was kann ich hier? Hier kann ich ja nur... Diese Respektlosigkeit gegenüber dem Schrein. Unglaublich. Ja gut, dann würde ich jetzt Folgendes machen. Ich würde jetzt einmal gucken, erstens, wie ich das hier loswerden kann. Zweitens würde ich mal mein komplettes Inventar aufräumen. Und nächste Folge würde ich mal gucken, ob wir nicht mit... Nenyo mal ein längeres Gespräch führen können, um sie mal ein bisschen kennenzulernen. Sie wirkt tatsächlich wie ein sehr, sehr sympathischer Charakter. Ich weiß nicht warum, natürlich haben wir jetzt gerade erstmal so ein bisschen von ihr kennengelernt, aber da hat sich schon die Wände voll gekritzelt. Was ist nur los mit dir? Aber sie wirkt auf Anhieb sehr, sehr sympathisch. Da bin ich sehr gespannt drauf, was sie zu erzählen hat. Gut, ich bedanke mich jetzt aber erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei.
Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.